Liebe Freunde und Freundinnen des Aktionskreises T4, eine Vorbemerkung. Ich bin gebeten worden, mein Grußwort schriftlich vorab einzureichen, damit es die Gebärdendolmetscherinnen etwas einfacher haben. Das bin ich nicht gewohnt. Normalerweise rede ich frei. Ich hoffe, dass ich nicht zu hölzern werde. Sehr geehrte Damen und Herren, seit unserem Treffen vor einem Jahr hat sich an dieser Stelle einiges ereignet. Wer hier an diesem belebten Platz unserer Stadt vorbeifährt, sieht Menschen, welche den grauen Bus, die Gedenkplatte oder die inzwischen neu errichtete Informationstafel interessiert betrachten. Einheimische und Berlin-Besucher. Der Anlass für unsere heutige Mahn- und Gedenkveranstaltung ist das gemeinsame Anliegen, an einen Massenmord zu erinnern, welcher hier von diesem Ort mit Hilfe perfider Instrumente zentral geplant und organisiert wurde. Erinnert sei zunächst daran, dass nicht nur politisch die entsprechenden gesetzlichen Weichen gestellt wurden, die Voraussetzung für die gezielten Verbrechen an behinderten und kranken Menschen war, unter anderem, die aus heutiger Sicht unvorstellbar lautlose Umpolung des Gesundheits- und Sozialsystems von einem Behandlungs- und Hilfsinstrument in einen wichtigen Teil der Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten. Ein weiterer Wegbereiter der sogenannten Aktion T4 waren sprachliche Verschleierungen und Beschönigungen. Schon der Begriff T4 für Tiergartenstraße 4 stellt einen solchen Euphemismus dar, mit welchen die niederträchtigen Absichten verschleiert und verklärt wurden. Noch heute finden sich in alten Aktenvorgängen scheinbar harmlose Anfragen an die damaligen Gesundheitsbehörden, ob denn der Meier zum GZVEN gehöre. Dahinter verbarg sich die dramatische Frage, ob die betreffende Person unter das damalige Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, so die Abkürzung, fiel. In der Täterverkettung waren es neben der direkten Täterschaft bei Tötung oder Unterlassung mitunter auch einfache, scheinbar unspektakuläre Verwaltungstätigkeiten, welche in ihrer Summe dann Mord und verheerende medizinische Eingriffe zur Folge hatten. Zum Beispiel die amtliche Feststellung auf die oben genannte Anfrage, dass eben der Meier dazugehöre. Unter den Folgen von Zwangssterilisationen, medizinischen Experimenten oder unterlassenen Behandlungen leiden betroffene Menschen noch immer. Mitunter bricht auch heute noch unerwartet großes familiäres Leid auf, wenn durch Erzählung von Opfern oder zufälligen Recherchen nichtsahnender, nachgeborener Angehöriger eine familiäre Katastrophe oder die Existenz eines bislang verschwiegenen Familienangehörigen bekannt wird. Als Gesundheitspolitiker und Kenner unseres Versorgungssystems hier im Bezirk Mitte in unserer Stadt Berlin kann ich Ihnen versichern, dass die Erinnerung an diese Verbrechen einen festen Platz bei uns hat und weiter haben wird. In unserem Rechtsstaat werden die Rechte der Bürger, insbesondere auch behinderter oder beeinträchtigter Bürgerinnen und Bürger, gestärkt und gesichert. Lassen Sie uns dennoch gemeinsam wachsam sein, dass sich im Denken der Menschen nie wieder vergleichbare, lebensfeindliche Ideologien und Ideen entwickeln. Beispielsweise bei der Frage genetischer Testungen von ungeborenen Kindern oder nach wirtschaftlichen Erwägungen zur Versorgung von Menschen mit gesundheitlichen Handicaps. Können sich hinter scheinbar harmlosen Fragestellungen ethisch nicht zu akzeptierende Grundhaltungen verbergen? Derartige Gedanken können still und leise gekleidet sein. Wir
müssen ihnen gemeinsam in aller Deutlichkeit gegenübertreten. Wenn ich die Vielfalt der heutigen Veranstalter sowie der Resonanz auf diese Veranstaltung betrachte, bin ich sicher, dass uns auch dies künftig gemeinsam gelingen wird und der Aktionskreis T4 wachsen wird und wir hier eine würdige nationale Gedenkstätte für die Opfer entwickeln können. Vielen Dank.